Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier bei einem Separatisten namens Sestak. Und wir sollen ihm überzeugen, dass wir kein Alp mehr sind und machen ein bisschen Smalltalk mit ihm. Und so erzählen wir ihm, was wir schon mittlerweile mit unseren Gefühlen, mit unseren unbekannten Gefühlen und Emotionen schon erlebt haben. Also, während er uns auf die Schuhe rotzt. Also, Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. Das lassen wir vielleicht zum Schluss. Ich will meine Macht zurück. Das lassen wir vielleicht auch zum Schluss. Meine momentane Ausrüstung scheint brauchbar. Ich fand den Dieb, der mich während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen bestahl. Ich bin einigen deiner Leute in Edan begegnet. Wie rechtfertigen die Separatisten euer destruktes Handeln? Ich würde sagen, machen wir das mit dem Dieb mal. Ich fand den Dieb, der mich während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen bestahl. Das heißt, du hast jetzt die Ausrüstung eines Alp-Commanders zurückerhalten? Nein. Zumindest hast du jetzt Gewissheit, was mit deiner Ausrüstung passiert ist. Sehr gut. Aber das war doch noch nicht alles, oder? Na, ich hoffe, dass wir alles da machen können. Ich bin deinen Leuten begegnet? Ich bin einigen deiner Leute in Edan begegnet. Ja, ich hörte davon. Nizol und seine Männer standen unter Beobachtung. Ich weiß auch, was du getan hast. Oh yeah. Nizol ist tot. Und ich habe stark den Verdacht, dass du etwas damit zu tun hattest. Leider kann ich es nicht beweisen. Scheiße. Aber ich warne dich. Es wäre besser für dich, wenn so etwas in Zukunft nicht noch einmal passiert. Da können wir nichts dafür. Wir wollten doch nur freundlich sein. Und dann sind einfach die Berserker hin und haben die umgebracht. Na toll. Wie rechtfertigt ihr Separatisten euer destruktives Handeln? Wie rechtfertigt ihr Separatisten euer destruktives Handeln? Wir lassen uns nicht gerne in die Karten schauen. Schon gar nicht von jemandem wie dir, Bestie von Xarkor. Doch werde ich dir einen kleinen Einblick in unsere Pläne gewähren. Denn auch du bist Teil unseres Volkes. Ihr seid verblendet von der Hatz und Propaganda der Elixitoren. Wir Separatisten werden euren Einfluss auf die Länder der freien Menschen schwächen. Wir werden euch dazu zwingen, euch wieder auf den wahren Zweck und die Bestimmung der Direktive zu besinnen. Und wenn das nicht funktioniert, ich gehöre nicht mehr zum Volk der Alps. Die Stärke wird gewinnen. Ich gehöre nicht mehr zum Volk der Alps. Deine Wurzeln werden immer ein Teil von dir sein. Das oberste Ziel der Direktive ist es, das Elex zu fördern und nach Xarkor zu bringen. Ja, aber zu welchem Zweck ist doch das Entscheidende. Du weißt besser als ich, was es bewirken kann und welche Risiken es birgt. Nahe der vollkommenen, synthetischen und restlos emotionslosen Evolutionsstufe haben die Elixitoren den klaren Blick auf die Dinge verloren. Erst wenn sie wieder von der Bildfläche verschwunden sind, werden die Alps wieder ein freies Volk sein. Die Alps zu schwächen bedeutet, dass die freien Menschen an Macht gewinnen werden. Wir haben überall auf Magalan unsere Agenten und Scouts. Sobald eine der anderen Gemeinschaften den Alps gefährlich werden könnte, werden wir das verhindern. Wir glauben diesen Schwachsinn wirklich, oder? Also ihr glaubt den Schwachsinn wirklich, oder? Klingt so, als hättet ihr an alles gedacht. Gefällt mir. Um die Kontrolle zu behalten, braucht ihr mehr Männer. Boah. Ihr glaubt diesen Schwachsinn wirklich, oder? Nur das Ergebnis zählt. Und wir sind mittlerweile sehr effektiv. Du hast es vielleicht schon vergessen, doch war Effektivität auch einmal eins deiner wichtigsten Werte. Ja. Wir haben das, glaube ich, sehr gut gemacht. Unsere Kälte ist super gesunken. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wie wollt ihr die Alps schwächen? Wie wollt ihr die Alps schwächen? Dafür gibt es nur einen effektiven Weg. Wir müssen die Konverter abschalten. Aha, Betriebsanleitung, Konverter. Ach so. Das ist doch Wahnsinn. Die Alps werden zurückschlagen. Das ist wieder der Direktive. Was? Das ist wieder der Direktive. Ein offener Krieg ist damit unvermeidbar. Ja, weg mit den Höllenmaschinen. Worauf warten wir noch? Meh? Ja, weg mit den Höllenmaschinen. Worauf warten wir noch?
Wenn wir uns nicht bald bewegen, werden es andere vor uns tun. Also müssen und werden wir den Prozess der Konfrontation einleiten. Sei ein Teil davon und hilf uns. Selbstverständlich. Die Konverter sollen schweigen. Die Konverter sollen schweigen. Dieser Steuerungscode, den unsere Techniker umprogrammiert haben, muss in den Zentralrechner dieser Einheit eingespeist werden. Okay. Er wird dafür sorgen, dass die Förderung des Elex gestoppt und die Lieferung nach Xakor eingestellt wird. Wir werden mit diesem hier in Südabessa beginnen. Alles klärchen. Kann man das noch machen? Ich war damals kein Techniker. Wie komme ich an den Zentralrechner eines Konverters? Ich war damals kein Techniker. Wie komme ich an den Zentralrechner eines Konverters? Über eine Konsole in der Steuerzentrale. Mhm. Sie befindet sich immer im oberen Bereich eines Förderturms des jeweiligen Konverters. Ist klar. Was ist mit den Verteidigungseinheiten? Das ist unterschiedlich. In den letzten Wochen wurden zwar viele von ihnen abgezogen, aber auch schon mal durch neuere Modelle ersetzt. Es wäre ratsam, nach bewaffneten Kampfmaschinen, Drohnen oder auch Mutanten Ausschau zu halten. Schön. Ich glaube, das können wir noch machen. Meine momentane Ausrüstung scheint brauchbar. Das ist auch notwendig. Bald werden große Aufgaben auf dich warten. Mhm. Gut, aber da ist noch einiges zu erledigen. Mhm. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Okay. Ich will meine Macht zurück. Natürlich willst du das. Du warst der mächtigste Feldherr der Armee. Durch deine Elex-Magie sind Heere gefallen und sie lehrte den freien Menschen das Fürchten. Doch das ist nun vorbei. Das Elex ist aus deinem Körper gewichen. Du wirst alternative Wege finden müssen, um wieder neue Macht zu erlangen. Wie? Die freien Menschen selbst sind deine einzige Chance. Du musst ihre Kampfkünste, Waffen und Rüstungen assimilieren. Je mehr du über ihre Fähigkeiten und Strategien erlernst, umso stärker wirst du werden. Warum die freien Menschen? Was ist mit euch? Wir mögen ähnliche Ziele haben, doch sind unsere Beweggründe verschieden. Wir haben alle Jahre nur überlebt, weil wir auf die richtigen Rekruten gesetzt haben. Mhm. Rekruten? Du meinst Terroristen? Siehst du, genau das ist es, wovon ich rede. Nein, das Risiko, dich in unseren Reihen schalten und walten zu lassen, gehe ich nicht ein. Sehr nett. Meine alternative Verteidigung sollte nun ausreichen. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Man könnte dir jetzt schon einiges zutrauen. Es reicht jedoch bei weitem nicht aus, um Kallax herauszufordern. Ah, eine Erinnerung. Sehr gut. Was sollte das? Du hast ihn getötet. Ja, und ich werde auch beim nächsten nicht zögern. Die Information über den Aufenthalt seiner Komplizen ist nun ebenfalls mit ihm gestorben. Ist das eine offizielle Kritik an meinem Führungsstil, Bruder? Noch bin ich nicht dein Vorgesetzter, Kallax. Interessant. Das hört sich so an, als hättest du bald eine Audienz. Ja, schon möglich. Wenigstens einer unserer Familie sollte an der Spitze stehen. Das ist hoffentlich nicht der Grund, warum du zu ihm gehen wirst, wenn er dich ruft, oder? Zumindest ist es ein Grund. Sei nicht so zögerlich, Bruder. Der Feind ist es auch nicht. Vergiss das nie. Aha, sind die jetzt echt Geschwister? Boah, das ist ein hartes Stück. Ich meine, man sagt schon... Aber für die nächsten Schritte sollte es erst einmal reichen. Gut, aber da ist noch einiges zu erledigen. Komm hoffentlich wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Kallax muss aus dem Weg gezogen werden. Das machen wir noch zuerst, oder? Wann hast du meinen Bruder das letzte Mal gesehen? Die sind tatsächlich Geschwister. Du heiliges Kanonenrohr. Ja, schön. Elexitor Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. In dem Punkt sind wir uns einig. Er ist nach dir die größte Bedrohung für die Alps.
Und für alle anderen. Kallax ist verantwortlich für die vernichtendsten Vorstöße der Alps gegen die freien Menschen. Das ist wahr. Man sagt, er hätte deinen Platz eingenommen und führt nun seine Armeen mit eiserner Hand in die Schlacht. Aber das ist nicht alles. Genügt das nicht? Kallax war viele Jahre an deiner Seite. Schlussendlich hat er dich verraten und versucht, dich zu töten. Jetzt willst du deine Rache. Ein sehr emotionales Ziel, findest du nicht? Und wenn schon. Es ändert nichts an den Fakten. Rache ist irrational. Hier geht es um etwas Größeres. Hm? Rache ist irrational. Hier geht es um etwas Größeres. Wie du meinst. Oh, Kälte gestiegen. Ist, dass oh, Scheiße. Wir das gleiche Ziel verfolgen. Es ist noch zu früh, um die Elixitoren direkt sicher. Anzugreifen. Wenn sie dich finden, werden sie dich vernichten. Vorerst musst du verhindern, dass die Elixitoren von deiner Wiederauferstehung erfahren. Dein Gleiter ist in Edan abgestürzt. Jeder weiß das und hält dich für tot. Doch falls du bei deinen Wanderungen durch Edan von den Alps gesehen worden bist, könnte das fatale Konsequenzen für dich haben. Was kann ich tun? Vernichte die Stellungen der Alps in Edan, bevor sie Meldung über dich machen können. Aha. Ich soll unsere eigenen Männer töten? Sinnvoll, doch alles andere als leicht. Meine momentane Kampfkraft könnte ein Problem sein. Meh? Meine momentane Kampfkraft könnte ein Problem sein. Je mehr Zeit du verstreichen lässt, umso größer ist das Risiko. Was ist dein Interesse daran? Wieder Kälte gestiegen? Glaub mir, ach komm. Mir gefällt der Gedanke nicht, Alps zu opfern. Doch die Stellungen in Edan stören unsere Operationen dort. Das heißt, dass du mich euren Job in Edan erledigen lässt. Du willst unsere Hilfe? Wir profitieren von deiner Kampfkraft. Mist. Das war zweimal schlecht. Also gut, wo finde ich die brennende Stellung der Alps in Edan? Wann hast du meinen Bruder das Mal gesehen? Ach, kommt das oben zuerst? Also gut, Mist, wo finde ich die brennenden Stellungen der Alps in Edan? Rund um den stillgelegten Konverter in Edan sind immer noch einige Alpsoldaten, die ihn beobachten und bewachen. Ich gebe dir die Koordinaten in deinen Adjutor ein. Okay, wann hast du mein Brüderchen das letzte Mal gesehen? Wann hast du meinen Bruder das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Tagen vielleicht? Kallax wurde in den Eispalast zurückbeordert, soviel ich weiß. Die Alps bereiten sich vor. Bald schon werden wir mit ihrem Großangriff rechnen müssen. Sehr gut. Ich habe mich um die Stellung der Alps in Edan gekümmert. Interessant. Du hast offenbar dein strategisches Geschick nicht verloren. Aha, wieder eine Erinnerung. 3 Jahre vor der Exekution. Aha. Die Menschen wurden zurückgeschlagen. Xarkors Grenzposten halten ihren verzweifelten Angriffen stand. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sie abwehren müssen. Sie werden wiederkommen. Sie kämpfen wie Tiere, ungeordnet und folgen keinem effizienten Muster. Wie lange wird es dauern, bis sie endgültig aufgeben? Schwer zu sagen. Wenn sie rational wie wir denken würden, hätten sie schon lange erkannt, wie aussichtslos der Widerstand ist. Doch die noch freien Menschen folgen vornehmlich ihren Gefühlen, was sie auch oft sehr unberechenbar macht. Irrelevant. Am Ende werden wir siegreich sein. Auch wenn es noch Jahre dauert. Schön. Du und Kallax waren ja nie sonderlich zimperlig, wenn ich mich recht erinnere. Das ist keine Strategie, das ist reine Waffengewalt. Die uns sehr entgegenkommt. So, nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir beide uns über unsere weitere Zusammenarbeit unterhalten müssen. Ich werde meinen Agenten ausrichten, dass sie dich gewähren lassen sollen, wenn du in unserem Sinne handelst. Aber rechne nicht mit großer Unterstützung.
Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir uns im Hintergrund halten. Unwichtig. Du kennst meine Anliegen. Du bist noch nicht so weit, einem Elexitor wie Kallax das Wasser zu reichen. Aber ich kann dir verraten, wie du deinem Ziel näher kommen kannst. Soeben meldete einer meiner Agenten, dass der abtrünnige Elexitor Zadom einen Unterschlupf im Nordosten von Abessa haben soll. Die freien Menschen nennen ihn überall den Eremiten. Gehe zu ihm und schildere ihm deinen Plan. Ich bin sicher, dass er genau weiß, wie man an die Elexitoren herankommt, ohne sich gleich der ganzen Armee stellen zu müssen. Okay. Ein Elexitor verrät nicht seine eigenen Kaste. Jeder Elexitor verdient den Tod. Ein Elexitor verrät nicht seine eigene Kaste. Seine Loyalität gilt nur sich selbst. Das wirst du noch erkennen. Du weißt, wo sich ein ehemaliger Elexitor aufhält und du lässt ihn gewähren? Das tue ich nicht. Ich schicke ja dich. Mhm. Seltsames Vertrauen, das du mir da entgegenbringst. Zadom ist ein Ausgestoßener wie du, aber im Gegensatz zu dir wissen wir nicht, ob er seine Elex-Kräfte immer noch besitzt. Wenn doch, ist jede Annäherung tödlich, sogar für uns. Ein zu hohes Risiko. Mhm. Du bist nur der erste Versuch, diesen Mann aus der Reserve zu locken. Schön, das freut mich. Nachvollziehbar. Wenn er mich erledigt, wäre das kein großer Verlust für euch. Ja klar, und ihr beobachtet schön von Weitem, wie er mich auseinandernimmt. Ja klar, und ihr beobachtet schön von Weitem, wie er mich auseinandernimmt. Und wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen, sollte er sich irgendwann gegen uns stellen. Warum sollte er mir helfen? Zadom wäre gern selbst zum Meister der Elexitoren aufgestiegen. Du weißt so gut wie ich, dass das der eigentliche Grund für seine Verbannung war. Stelle dich in seinen Dienst. Sag ihm, dass du gemeinsam mit ihm gegen den Hybriden kämpfen willst. Dein Wort hatte bis vor kurzem noch großes Gewicht im Eispalast. Das wird ihn überzeugen. Ja, ob das so gut funktionieren wird. Der Hybrid. Eine synthetische Lebensform voller Weisheit und Perfektion. Meister der Elexitoren und zentraler Punkt unserer Direktive. Alles Elex dem Hybriden. Mit der Präzision einer Kampfmaschine regiert er das Eisland mit unerschütterlicher Gnadenlosigkeit. Er war auch mein Meister. Vor meiner Exekution. Ein perfektes Leben voller Klarheit und Effektivität. Bevor Kallax mir all das mit seinem Urteil über mich nahm. Die Klarheit wich dem nackten Kampf ums Überleben auf meinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen mit einem letzten klaren Ziel. Kallax. Okay. Das ist ein anderer, oder? Oh, hallo. Statusabfrage. Ja? Gegenstände gefunden, Sir. Weiter so. Danke. Stimmt, das ist auch noch eine Fähigkeit von ihm. Er gibt uns Sachen. Ab und zu. So. Wo sind wir denn hier? Das ist die Frage, ne? Ich würde mal sagen, wir speichern das Ganze. Da. Jetzt haben wir ganz schön viel gequatscht, ne? So. Ich glaube, das ist irgendwo ein Viech, ne? Das hört sich so komisch an. Hatten wir jetzt da schon Level Up und ich habe es übersehen? Tatsächlich. Wupp, wupp, wupp. Stufe aufgestiegen. Nachträglich. So. Und ich bin da fast die Hälfte voll. Bist du gescheit. Das war jetzt ausgiebig. Was ich machen möchte, ist schauen, ob es hier einen Teleporter gibt. Ja. Hier sehe ich gar nichts. Ach so, hier sind wir. Okay. Bei dem Konverter hier sollen wir mal anfangen, ne? Was machen wir jetzt zuerst, ne? Also mal Konverter ausschalten sollen wir tun, ne? Er meinte, bei dem hier sollen wir anfangen. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal, ne? So, dazu müssen wir jetzt ganz rauf hier, ne? Es könnte aber auch der gemeint sein, der da drüben auf der anderen Seite war. Wir werden es herausfinden. So.
Halt, warte, was? Ja, macht Stoß. Ich sollte mich ein bisschen besser umschauen. Ihr habt da vollkommen recht. Wenn es nicht schon wieder so finster wäre. Aber unser Freund hier... Hey, das ist eine eingebaute Taschenlampe. Ja, das ist cool. Ich mag unseren Freund. La, 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 la. Unser Freund, die Taschenlampe. So. Halt, eine Zigarette. Unverbrauchbare Verpanztasche. Gut. Nehmen wir alles mit. So. Tuk, tuk. Bittler Sprintele. Und jetzt da. Schalter drückele. Miep. Hallöchen. So. Immer halt. Gute Gabel. Nein! Ich wollte die gute Gabel nehmen. Wo ist denn die? Da. So. Eine gute Gabel für uns. Geht's jetzt hier weiter? Ich hoffe. Ja. Miep. Hallo. Servus. Da haben wir einen Heiltrank. Den können wir immer brauchen. Immer, immer. Und da sehe ich noch ein Körperschild und einen Krug. Ein Krug, der macht uns klug. So, und der Part ist wieder zu Ende. Freund, okay. Da möchte ich auch gern rein, ehrlich gesagt. Hier haben wir noch ein bisschen was. Ich schaue mir noch schnell. Ein Händler, hallo. Okay, machen wir das beim nächsten Mal. Warte, das dauert nicht zu lang. Ich wollte mich hier noch fertig umschauen eigentlich. Die Sachen mitnehmen. Plasmagewehr, ja, gern. Jo. Auf jeden Fall. Sachen gibt's, ne? Wir haben endlich Quests gefunden. Man muss einfach mal eine Hauptquest nebenbei machen und dann geht's schon wieder weiter. Im Zweifel des Falles, ne? Jo. Kann man hacken? Darf ich hacken? Das wird ja auch klappen. Weißt du was, das machen wir auch beim nächsten Mal. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bin so am Zocken. Tut mir leid. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, nebenbei schlucken, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir handeln, questen, vipen, failen, hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!